Und wir schalten jetzt direkt nach Berlin, denn zum geplanten Gebäudeenergiegesetz der Ampelregierung äußern sich in wenigen Minuten Bundeswirtschaftsminister Habeck und Bundesbauministerin Geiwitz. Begrüßungsfotos. Es geht natürlich um die Frage Heizungstausch ab 2024. Da gab es heute einen Kabinettsbeschluss und den werden die beiden Bundesminister jetzt sicherlich vorstellen. Vielleicht noch mal in diesem Zusammenhang ganz bemerkenswert. Zu diesem Kabinettsbeschluss, bevor er jetzt überhaupt vorgestellt wird, gab es um 11.30 Uhr, konnten Sie auch live hier bei Phoenix sehen, eine Pressekonferenz der Opposition im Bundestag, der Union. Und dort hat man bereits diesen Kabinettsbeschluss kritisiert und unter anderem hat dort auch der Fraktionsvize Spahn noch einmal von einem Chaosgesetz gesprochen. Und ja, jetzt wird es sehr spannend sein, wie diese beiden Minister das jetzt eigentlich begründen werden. Und wir würden jetzt mal rüberschalten nach Berlin und hören rein in die Pressekonferenz und werden das anschließend auch für Sie noch mal einordnen. Bundespressekonferenz. Wir begrüßen bei uns den Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Herrn Robert Habeck, und die Bundesministerin für Bauen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Frau Clara Geiwitz. Und Sie haben uns mitgebracht die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes und das neue Förderkonzept der Bundesregierung für erneuerbares Heizen. Frau Geiwitz, habe ich richtig verstanden, beginnt, dann Herr Habeck und dann kommen Ihre Fragen. Bitte. Der Koalitionsausschuss hatte festgelegt, dass im April noch beschlossen werden soll, das GEG-Gesetz, in dem geregelt werden soll, wie in Deutschland zukünftig geheizt wird. Und wir haben uns an diese Frist gehalten. Es war eine sehr intensive, aber gute Zusammenarbeit in der Bundesregierung. Und ich werde jetzt einige Regelungsinhalte des Gesetzes vorstellen. Und dann wird Robert Habeck auch noch vor allen Dingen den natürlich sehr spannenden Aspekt der Förderung skizzieren. Wichtig ist, dass dieses Gesetz dazu führen wird, dass wir in Deutschland unsere Heizung modernisieren. Es wird nicht dazu führen, dass jemand ohne Heizung da sitzt, und es wird auch nicht dazu führen, dass Menschen gezwungen sind, ihr Haus zu verkaufen, weil sie sich nicht an die Anforderungen dieses Gesetzes halten können. Das eine ist wichtig, dass es keine über den jetzigen gesetzlichen Stand zusätzlichen Ausbauauflagen gibt. Das heißt, Heizungen, die jetzt funktionieren, werden nicht ausgetauscht. Und wenn die Heizung kaputt ist, dann kann sie natürlich repariert werden. Wir werden allerdings regeln, dass es in Deutschland keinen Einbau von reinen Gas- und reinen Ölheizungen mehr geben kann. Ist auch relativ klar, wenn wir 2045 klimaneutral sein wollen und so eine Heizung gerne mal 20 Jahre hält, dann müssen wir natürlich den Einstieg in den Ausstieg des Verbrennens von Fossilen treffen. Es ist uns sehr wichtig gewesen, dass wir sehr intensiv auch fachlich diskutieren, dass es für jede denkbare Konstellation in Deutschland eine Regelung in diesem Gesetz gibt. Es gibt großzügige Übergangsfristen, es gibt großzügige Ausnahmefristen, wenn das individuell oder technisch nicht möglich ist. Es gibt natürlich auch Regelungen für Häuser, die unter Denkmalschutz stehen. Das alles wurde in diesem Gesetz berücksichtigt. Auch die spannende Frage, wie man zum Beispiel mit Gasetagenheizung umgeht. Jetzt ist sicherlich auch eine sehr interessante Debatte, warum wir diese Form des Ordnungsrechts wählen. Ordnungspolitisch zur Marktwirtschaft passend sind natürlich auch Anreizsysteme und eine Steuerung zum Beispiel über CO2-Emissionen. Wenn man sieht, wie der CO2-Preis sich prognostisch entwickeln wird, wird niemand im Jahr 2030 oder 2035 auf die Idee kommen, sich eine Gas- oder Ölheizung einzubauen. Da muss man das gar nicht verbieten, sondern das wird dann so teuer sein, dass das niemand macht. Das Problem ist bei langfristigen Investitionen, wie Gasheizung oder Heizung insgesamt zum Beispiel, wird durch die Marktteilnehmer diese Preissteigerung nicht antizipiert. Das hat man gesehen im letzten Jahr. Wir hatten eine Akut-Gaspreiskrise. Wir haben über Gasmangellagen diskutiert. Wir haben den Gaspreis mit Milliarden subventioniert. Und dennoch wurden in diesem Jahr 600.000 neue Gasheizungen eingebaut. Und das ist natürlich wichtig für alle, die jetzt überlegen, wie heize ich eigentlich in Zukunft, dass wir ihnen als Politik sagen, dass man das über den Lebenszyklus betrachten muss, weil es ansonsten auch verlorene Investitionen sind. Und das ist ganz wichtig, dass dieses Gesetz klar macht, es gibt eine Lösung, die ist sozialverträglich. Es ist eine Lösung, die aber ökonomisch auch sinnvoll ist und keine verlorenen
Investitionen bei den Hausbesitzern verursacht. Und es ist natürlich ein Riesenschritt auch hin zu der Senkung der Emissionen im Gebäudesektor. Das Klimaschutzgesetz hat mein Ministerium beauftragt, die Gebäudeemissionen zu reduzieren. Wir haben die Ziele im letzten Jahr verfehlt. Und das heißt, wir werden natürlich auch ein Sofortprogramm auflegen bis zum Juni, wo wir nochmal Maßnahmen skizzieren. Und da ist eine der wesentlichen Maßnahmen, dass wir gerade im Bereich der Heizungen modernisieren und auch die schlechtesten, die ineffizientesten Heizungen in Deutschland als erste austauschen. Und natürlich war uns auch wichtig, dass es alles sozial verträglich ist. Und deswegen wird dieses Gesetz flankiert durch ein sehr umfangreiches Förderprogramm. So viel erstmal zu mir, Herr Habeck. Vielen Dank. Darf ich, Herr Vorsitzender? Bitte sehr. Vielen Dank, Frau Geiwitz. Liebe Clara, erstmal danke für die gute Zusammenarbeit. Und sehr geehrte Damen und Herren, bevor ich zu den Förderkonzepten komme, erlauben Sie mir auch noch zwei einleitende Bemerkungen. Erst einmal, es ist vielleicht jetzt auch für die Öffentlichkeit das wichtigste Gesetz, das heute das Kabinett beschlossen hat, aber nicht das einzige. Es wurden gleichzeitig das Gebäudeenergieeffizienzgesetz, das Energieeffizienzgesetz und das Bundesemissionsschutzgesetz in einer Novellierung beschlossen. Beides Gesetze, die umfänglich sind und die dem Zweck dienen, den Ausbau der erneuerbaren BIMSCH und Energieeffizienzgesetz nach vorne zu bringen. In diesem Dreiklang muss man unterstreichen, dass der Koalitionsausschuss, solange er gedauert hat, wirklich Knoten und Blockaden gelöst hat. Die Regierung zeigt, dass sie Gesetze verabschieden kann. Und es sind ja durchaus anspruchsvolle Gesetze, wiegleich, und das hat Clara Geiwitz ja eben schon ausgeführt, wichtige Gesetze. Diese Wichtigkeit will ich noch einmal kurz unterstreichen, bevor ich zu ein paar Details komme. Der Wärmebereich in Deutschland steht für 30% des Energieverbrauchs. Und innerhalb des Wärmebereichs sind 80% fossile Energien, die genutzt werden. Öl- und Gasheizung, vor allem Gas, aber auch noch ganz wesentlich Ölheizung. Das heißt also, dass wir da eine große Aufgabe vor uns haben und wir fangen sie vergleichsweise spät an. Andere Länder haben das schon früher getan. Wegen der Kälte des Winters will ich nur kurz auf die skandinavischen Länder verweisen. Dort ist das Verhältnis, jetzt zum Beispiel für Dänemark gesprochen, genau umgekehrt. Wir haben 80% fossile Energien im Wärmesystem. In Dänemark sind es noch 20 und 80% sind erneuerbare. Das liegt auch daran, dass häufig in Fernwärmesystemen gearbeitet wird. Ein Punkt, der in der öffentlichen Debatte vielleicht gar nicht so im Mittelpunkt stand, aber sicherlich für den innerstädtischen Raum großer Teil der Lösung sein wird. Aber sie nutzen eben auch dann die Technik, die jetzt im öffentlichen Fokus so stark stand, Wärmepumpen. Norwegen zum Beispiel, 60% der Heizungen sind Wärmepumpen. Finnland und Schweden 40% und Dänemark in diesem Fernwärmesystem, das sie aufgebaut haben, wollen jetzt ein Drittel ihrer Wärmeleistung durch Großwärmepumpen leisten. Die Gebäude haben ungefähr den gleichen Bestand, das gleiche Alter, die gleiche Substanz wie in Deutschland. Und Finnland, Norwegen und Schweden sind ja nicht bekannt für milde Winter. Insofern sehen wir, dass viele Debatten, die wir hier jetzt in den letzten Monaten und Wochen geführt haben, in anderen Ländern schon entschieden wurden und anders geführt wurden bzw. anders beantwortet werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben Handlungsbedarf. Clara Geiwitz hat es eben gerade angesprochen. Und wir sind auch international vergleichsweise spät dran. Der politische Grund also, dieses Gesetz zu machen, ist erstens, anknüpfend an die Bauministerin, Verbraucherschutz. Gestern hat Brüssel noch einmal bekräftigt und beschlossen, dass der ETS2, also der Emissionshandel, auch für Gebäude kommt. Das heißt, es ist sicher, dass die fossilen Energien teurer werden. Zweitens, die Erfahrung des letzten Winters, Energiesicherheit und Resilienz zu erhöhen. Ich erinnere daran, und es ist ja noch nicht so lange her, dass es eine realistische Debatte und Befürchtung war, bleiben unsere Häuser kalt, weil wir einen Gasmangel haben. Das sollte jetzt nicht einfach der politischen Amnesie verfallen und sagen, naja, es ist vorbei. Die Lektion, die dahinter steht, nämlich eine gewisse Unabhängigkeit herzustellen, die haben wir schon wieder vergessen. Dann natürlich der Klimaschutz, die Dekarbonisierung. Und damit verbindet sich aber auch eine Investitionsoffensive, auch eine Innovationsoffensive. Die verschiedenen Techniken, die dorthin führen können zu einer Klimaneutralität, sie müssen ja gebaut, hergestellt und eingebaut werden. Also das stärkt natürlich auch den Innovationsstandort Deutschland oder Europa. Auf die Übergangsfristen und Übergangslösungen
hat Clara Geiwitz hingewiesen. Ich würde gerne noch erwähnen, weil ja die Frage des sozialen Ausgleichs ganz wesentlich auch beim Koalitionsausschuss im Mittelpunkt stand, dass für eine Reihe von Menschen Ausnahmetatbestände geschaffen wurden. Und das sind alle diejenigen, die Wohngeldempfänger sind, die Empfänger von Grundsicherung im Alter sind, Empfänger vom Kinderzuschlag oder vom Bürgergeld sind. Diese Menschen werden von den Pflichten des GEG ausgenommen. Damit ist sozusagen ein großer Teil derjenigen, die in beispielsweise selbstgenutztem Wohneigentum leben, aber geringe Einkommen haben, adressiert und von der Pflicht freigestellt. Gleichzeitig wollen wir natürlich diese Menschen teilhaben lassen an den Möglichkeiten, auch erneuerbare Wärme einzubauen. Und deswegen wird die Förderung wie folgt umgestellt. Im Moment haben wir über verschiedene Module, die sich aber auf die Technik konzentrieren, also Wärmepumpen im Wesentlichen, einen Baukasten, der bis zu 40% der Förderung ausmachen kann. Wir werden dann in Zukunft 30% als Grundförderung haben für alle Techniken, die gewollt oder gewünscht werden. Und dazu kommen dann, wir nennen es sogenannte Klimaboni. Der Hauptklimabonus wäre eine Zulage von 20%. Das wäre der Klimabonus 2, der für diejenigen, die ich beispielsweise gerade genannt habe, also die Menschen, die Sozialtransfers beziehen, gilt, auch für die über 80-Jährigen oder für diejenigen, die in selbstgenutztem Wohneigentum leben und von der Pflicht des Austausches entbunden sind, also Öl oder Gas oder gar noch Kohleheizung haben, die älter als 30 Jahre sind. Also erzielt auf die Bevölkerungsgruppe, die möglicherweise mit den ältesten und den schlechtesten Wohnungen befasst ist. Und dann gibt es zwei andere Klimaboni, die jeweils eine 10%ige Zulage haben werden. Sie adressieren diejenigen, die von der Frist des Umtausches erfasst sind, aber sie früher ausführen, oder diejenigen, die, weil eine Havarie stattfindet, also ein Gaskessel kaputt geht und dann eine Wärmepumpe oder eine andere Technik eingebaut werden muss, die diese Frist, die Möglichkeiten, die dann geschaffen sind, ebenfalls abkürzen. Also ein Anreiz, schneller zu handeln mit einer sozialen Staffelung, die dort eingebunden ist. Soweit von meiner Seite. Danke, Herr Habeck. Ja, soweit also die Pressekonferenz. Dabei rechtfertigte der Bundeswirtschaftsminister die Pläne der Ampelregierung zur Umstellung auf klimafreundliche Heizungen. Bundesbauministerin Geiwitz rechtfertigte diesen Schritt damit, dass Gas vermutlich nie wieder so billig sein werde wie vor Russlands Krieg gegen die Ukraine. Wer auf alte Technik setze, investiere zunehmend in Geldvernichtungstechnik, so die Bauministerin Geiwitz. Für eine Reihe von Menschen werde es aber Ausnahmen geben. Beispielsweise werde man Wohngeldempfängern von dieser Pflicht, erneuerbare Wärme einzubauen, freistellen.